Erstmal gucken, was ist eigentlich wo. Hier ist ein Bein. Da ist ein Bein. So, das war ja auch Schuh. Ja, hallo, also ich bin Käthe Wenzel. Ich bin im Augenblick unterwegs als Artist in Residence auf dem Campus der Uni Flensburg im Rahmen der Campus Tour 2010. Und was ich hier mache, ist Folgendes. Ich mache eine Karte des Campus und der Uni. So, bei Karte denkt man jetzt erstmal an Stadtplan oder so. Das stimmt, das ist auch die Basis. Die Basis ist eine topografische Karte, aber eigentlich geht es um eine soziale Karte. Es geht darum, was passiert hier, was für Leute sind hier, welche Orte sind wichtig, wo treffen sich die Leute, welche Orte definieren für die Leute, was hier die Uni ist, was hier passiert im Prozess von Unterrichten, Lernen, Leute kennenlernen. Und dazu laufe ich jetzt 3-4 Tage in Begleitung von meinem tollen Videoteam über den Campus und spreche mit den Studierenden, mit den Lehrenden, mit den Angestellten, spreche vor allem auch mit den Leuten, die den Bildungsstreik treiben. Denn es geht natürlich auch darum, die im Augenblick stattfindenden Protestaktionen gegen die Einsparungsmaßnahmen zu dokumentieren. Es ist Zeit, um aufzustehen, es ist Vollmache, es ist was zu tun. Hört jetzt auf, Besseren zu flehen, dessen lasst uns nicht ruhen. Wir fordern unser Recht zurück, unsere Freiheit und Demokratie. Wir werden uns solidarisch wehren gegen Macht und seine Hegemonie. Wir sehen nicht mehr Länder zu Wort, die Barrikaden. Das ist Material sammeln. Also Fakten sammeln, Atmosphäre sammeln, mit Leuten sprechen. Die Leute auch fragen, was sind für euch hier die wichtigen Orte? Ich komme von außen, die Leute von innen müssen mir sagen, welche Orte auf die Karte gehören. Und dann gehe ich nach Hause und mache Zeichnungen. Also erst eine Bleistiftzeichnung, dann eine Tuschezeichnung darüber. Die wird dann fotografiert oder eingescannt, am Computer koloriert. Und dann setze ich sie auf eine Internetseite www.kartonorama.de, Campus Tour Flensburg. Und da kann man dann, also da gibt es so ein Luftbild, also gezeichnet Luftbild vom Campus, kleine Markierung, man kann mit der Maus auf die Markierung klicken und dann öffnen sich kleine Cartoons von den jeweiligen Orten. Also ich möchte nicht entscheiden, was auf die Karte soll, sondern das müssen mir die Leute hier sagen, was die auf ihrer Landkarte haben wollen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also ich mache nur die Visualisierung. Den Input machen die Studierenden, die Angestellten, die Leute, die zu uns gehören.